Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Online, wo wir jetzt alle in ihrem Apartment starten quasi, weil letzte Folge ist ja schief gegangen wieder, wie immer. Ist ja oder in der Garage. Oder in der Garage. Ich muss auf jeden Fall erstmal meine Freunde, Karre abholen. Ein herzliches Willkommen auch zurück von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Yo, yo, yo! Die ganze Affenbande brüllt. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Was? Weiter. Der Gronkh holt jetzt sein Auto noch schnell. Ja, guckst du, ne? Guckst du. Warum hast du so ein Auto? Wie konntest du dir das deine ein Auto für eine Million leisten? Wie konnte das denn funktionieren? Jetzt rede mal, jetzt sag uns das. Alter, Leute, ich arbeite hard for the money, auch in GTA Online. Habe ich jetzt einen Job angenommen als Programmierer. Ist der ein Goldbuyer, ey. Na, ganz ehrlich, ich habe die 18 Euro mal ausgegeben. Was soll denn hast du wieder Fuffis in den Club geworfen, ja, oder? Wie geht das wirklich? 18 Euro für eine Million, aber irgendwie auch andererseits schon krass. Ja? Ja, aber also, weißt du, ganz ehrlich, wir haben so viel Spaß hier mit dem Spiel die ganze Zeit. Ganz ehrlich, GTA ganz Online ehrlich, war da. Oder? Ja, ganz ehrlich, kann also GTA Online, war eh kostenlos dabei. Ja, scheiß doch der Hund drauf. Also ganz ehrlich, andere Leute kaufen sich 4 Schachteln Kippen. Ich hole mir 1 Million Dollar, weil geht der online. Ist auch eigentlich eine coole Nummer. Das Problem ist nur, wir können das Geld nicht ausgeben wegen dem Level so wirklich. Entschuldigung. Ja, das stimmt leider. Huch. Auf einmal habe ich auch noch Bullen am Arsch. Aber dann musst du mal umrechnen, dass so ein fettes Apartment doch im Real Life Money 9 Euro kostet. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das ist schon heftig, ne? So gesehen hast du natürlich recht. Und im Prinzip hast du ja nicht mal einen Ingame-Handel, dass du das irgendwie ausnutzen könntest oder so. Ja, was ich auch ein bisschen doof finde, dass alle Apartments gleich aussehen, ne? Ja, und vor allem, was ich mega verschenktes Potenzial finde, ist, dass man die Apartments nicht selber einrichten kann, so nach eigenem Geschmack und sowas. Ja. Weil da könnten sie mich die Leute wieder bei den Dollars kriegen. Ich fände es ja geil, wenn es so Häuser in den Vinewood Hills oben gäbe. Boah, wo ich kaufen mega, kann. Das wäre so krass. Ja. Aber vielleicht kommt ja so mal durch die City, weil hier ist ja voll langweilig, jetzt einfach nur zu warten. Ja, ich muss leider erstmal die Karre holen, weil ich will nicht. Sag Bescheid, wenn du die hast. In der Zeit mache ich hier ein Mega-Floh-Rennen. Ein Mega-Floh-Rennen? Jo. Hast du einen Floh-Zirkus? Ah, nee. Aber damit grüße ich den Floh von den Circle of Alchemist. Vielleicht sitzt er ja bei dir um die Ecke, Benny. Ja, der sitzt neben mir. Ja, Floh! Grüße zurück. Tobi! Was ist das hier? Der Tobi mal sagen, wieder Stress, Alter. Ich mal ganz klar, du hast jetzt genug Geld. Der Slay Massive Song ist echt cool, muss man nochmal sagen. Ja? Aha! Werbung. Aha, sagt er. Aha! Nee, aber ernsthaft. Ist ach, aha hat den gemacht? Das war wegen Sarah. Ja, aber der Song ist cool, hoffe ich doch. Müsst ihr euch mal anhören. Muss jeder selbst entscheiden. Bei Circle of Alchemist. Das darfst du jetzt nicht sagen, dann wärst du ja arrogant, ne, wenn du das jetzt sagst. Ich mache auch noch einen Song euch von den Circle of Alchemist bald ins Outro. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht rausgehauen. Den habt ihr auch noch nicht rausgehauen. Verrate ich aber noch nicht. Wie seid ihr denn auf den Namen eigentlich gekommen? Harry Potter. Was hat das denn mit Harry Potter zu tun? Nein, bestimmt wegen Breaking Bad, oder? Nee, das war schon lange davor. Wir dachten einfach, weil wir irgendwie verschiedene Musikstile mischen wollten, passt das ganz gut. Was ist denn hier los? Nein, weil die Alchemisten ja auch mixen und so. Klar, genau. Nee, stell mich mal hier hin, da kannst du rüberhüpfen. Meine Karre schneller als deine, Benny, kann doch gar nicht sein, oder? Danke. Ich hab doch nur den Motor ein bisschen aufgepumpt. Entschuldigung. Kein Ding. Kommst du da nicht rüber? Grunki. Ah, guck mal, da holt gerade schon jemand dein Auto. Erik, hast du den Fahrenskill? Hast du den auch gekauft, oder was? Ja. Nee, aber deine Mutter, Alter. Boah, ey, der Grund, ey. So langsam, guck mal, wie nett, Alter. So langsam wird der mir unsympathisch. Der will echt zur Heidelfrau langsam. Reschi ist super. Nee, den habe ich natürlich, ich bin natürlich rumgefahren mit der Karre, weil ich das so geil fand. Wieso kriege ich jetzt 2 Sterne? Ach so, weil die Karre natürlich fahr mal hier links runter, komm mal mit. Den fahr ich leider nicht hinterher. Alter. Hier rechts, komm mal mit, hier runter. Wer hat denn diesen pinken Buggy da? Ja, genau. Okay. Folge dir. Ich bin ja mit dem Benny. Ach super, Alter. Wer hat denn diesen pinken Buggy? Hast du meine Felgen schon gesehen, Sarah? Hier am besten stehen bleiben. Ah, nice, Alter. Die Dollarfelgen sind nice. Würde ich mir echt niemals im Leben holen, aber hier kann man es machen. Fällt gar nicht auf, wenn du damit durch Köln fährst. So nimm den Dollar, wird der TÜV voll ausrasten oder so. Aber sehen cool aus, auf jeden Fall. Was macht ihr hier? Wir machen hier so einen Schwulentreff im Tunnel. Können wir mal was unternehmen jetzt langsam hier? Soll ich mal einen Vorschlag machen? Mach mal einen Vorschlag. Okay. Hab einen raus! Aber das geht ja leider nur zu viel. Wir machen ein Rennen. Also es wurde sich gewünscht, dass wir uns alle nochmal so ein Dingens schnappen.
so ein Cargo-Bob mit dem Fallschirm über Militärgelände runterspringen und dann alle einen Jet holen, alles Kleinbomben. Finde ich eine saugeile Idee. Aber ich starte jetzt mal hier ein Rennen. Alter, warte mal, Leute, bitte wartet mal. Bitte, Leute, kommt mal ganz kurz zu mir. Bis wir das alles wieder gemacht haben, haben wir in dieser Folge gar nichts geschafft. Warte, nein, ich hab was richtig Geiles, bitte nicht. Warte, warte, bitte ganz kurz. Wo bist du denn? Komm her. Alter, wie geil. Komm her. Was denn? Was macht ihr denn? Komm her. Ey. Ja, soll ich das jetzt annehmen oder sag was? Warte bitte ein Sekündchen, das möchte ich euch noch ganz kurz zeigen. Was denn? Boah. Ja, komm her. Ei, ei. Wo bist du denn? Ich bin der Aufräumer, mehr sage ich nicht. Boah, bis ich bei dir bin, dauert eine Ewigkeit, Alter. Ja, ich finde ihn auch gerade nicht. Wo ist denn der Dennis? Der lacht die ganze Zeit. Ich bin hier bei so einem. Och, ich habe so ein geiles Fahrzeug, Leute. Na, wo bist du denn? Sag doch mal. Ich bin hier bei diesem Gewässer hier, bei dem. Ups, Pandoria ist von meinem Dach gefallen. Alter. Bist du beim River oder was? Ja, hier, genau, bei diesem. Ja. Ah, warte. Da kommen ganz viele auf mich hier zu hier. Im Tunnel bist du auch? Nee. Ich fahr gerade unter der Brücke her. Sind da ganz viele? Wir sind unter der Brücke hier, also im Tunnel sind wir jetzt gerade auf den Gleisen. Warte mal, da fahren jetzt welche neben mir her. Da, wer ist Ach, das? Da bist du doch. Ah ja, das, du hast... Ah, okay, ja. Das ist ein geiles Ding, ja. Komm her, Tobi. Wo bist du? Wo ist der denn? Ich fühl... Unten beim Wasser. Ihr müsst runterfahren von den Schienen. Wo ist denn der Tobi? Alter, Benni. Tobi, stell dich mal bitte auf die Klappe hier vorne. Aua, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Warte. Hast du den Bagger? Oder ja, was? Ja. Ach, na, deswegen fahre ich jetzt wegen Bagger zurück. Ja, hallo, ist doch lustig, da kann man sich draufstellen. Aua! Stell euch mal drauf. Ich lieg unter dir. Obwohl, das stimmt, da können wir was Witziges mitmachen, hast du recht, natürlich. Aber bis ich bei euch bin, vergehen Jahrhunderte. Oh, ich bin tot. Dade, die Polizei. Oh, Mist. Das habe ich ja gut getimt hier, Alter. Ich hätte mal gerne den Gronkh hochgehoben. Ja, wo ich bin hier bei Wasser, aber ich sehe euch einfach nicht. Ach, da hinten bist du. Ich komm mal rum. Das ist nett. Oh, hätte ich glaub, jetzt einen gelben Buggy abgestellt. Ja. Alter. Heidetraud ist gestorben. Das ging wie so ein Stück Scheiße da runtergefallen. Aua. Tobi, du klaust mir meinen Bagger. Nee, da sitzt die Currywurst drin und nicht ich. Currywurst. Wenn ich die finde, also, ne? Also heute baggern wir kräftig, oder was? Von so einem Bagger habe ich ja seit der letzten jeder 5 Missionen die Schnauze voll. Boah, ja. Warum, was deswegen war ich auch nicht so begeistert, muss ich genau ehrlich sagen. Ja, die zu spoilern. Vielleicht habt ihr wieder verkackt. Also ein paar Militärwagen aus dem Weg baggern musste man da. Oh, kann man sagen, mehr sage ich aber noch nicht dazu. Alter, wie behindert. So, gib mir mal den Bagger so bescheuert zurück. Aus. Oh, Reschi, die arme Reschi. Mein Bagger. So, alle rein hier, kommt. In alle, den Bagger. Warte. So, rein da, in die Klappe. In die Klappe, Alter, schnell, bevor die Polizei kommt. Du darfst die Klappe nicht bewegen. Aua. Wenn du was die bewegst, du kommt der runter. Alter, hier riecht's Menschen. Oh. Alter. Das war's mit dem Gregor. Oh, ich bin schon wieder tot. Alter, die Polizei ist so nervig. Geld. Ohne Scheiß. Man kann da mit dem Bagger über mich rüber. Man kann echt nichts Lustiges machen, ohne dass die Polizei kommt. Das ist ja, so das nervig. Das ist ja im echten Leben auch so. Ja, komm, man kann doch echt mal einen Bagger klauen und dann die Leute damit auf die Schippe nehmen und dann durch die Gegend fahren, oder nicht? Ja, das dauert aber auch nicht lange, bis der dann weg ist. Oh, ich liege in deinem Bagger. Alter, Polizist fährt mich an, ich krieg sofort einen Stern. Das ist doch zum Heulen. Da, wer sitzt im Bagger? Die Currywurst. Der Curry. Der tot ist jetzt. Dann fahr ich den Bagger nochmal. Ne, der Sarraza soll den Bagger mal fahren. Oh, was machst du denn da mit dem Auto? Ich sterbe. Ich probiere Dinge. Schwerkraft. Mach mal die Schaufel hoch, bitte. Los, hoch die Schaufel. In der andere Richtung. Alter, wie sieht das denn aus, wie du mit Pandoria da drin liegst? Alter, die hängt voll unten. Geil, Alter. Oh, die wird hier voll durch die Gegend geschleudert. Oh, Pandoria ist, glaube ich, tot. Aber, warte, oh nein, ey, guck mal, wie ich hier liege. Du hängst da drinnen. Unser Rainbow Boy. Bist du ey, bereit? Leute, komm mal hier rein. Mit. Komm mal rein hier. Tobi, komm rein. Oh. Ich fahr ganz langsam runter, dann fällt's auch nicht um. Wenn man ein bisschen aufpasst. Ja, Tobi, komm, Tobi. Die Schussbahn gelaufen. Los, und jetzt ganz oben. Langsam hoch. Die Alchemisten warte. Beeilt euch, ich darf nicht. Ich wollte nur den Kopf erledigen. Wo es geht ab, wir feuern die ganze Nacht. Tobi, du da liegst.
Oh Mann, ey, der Bagger ist nicht viel. Oh nein! Ich lieg. Klemm fest! Ich werde mal gern was versuchen. Oh nein! Ups. Ja, du. Oh, geil. Voll runtergelassen. Warte mal, ich würde mal gerne mal probieren. Alter, ich komm nicht mit. Bleib mal stehen, Gronk. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, Gronk. Achso, jetzt bleib mal stehen. Na, fast, warte. Mach nochmal runter. Ich fahr mal rein. Ja. Oh nee. Und jetzt nehmen wir dich auf die Schippe. Yeah! Yeah! Ach, naja, fast. Ey, wenn ich dich. Nein, ich runter, nicht runter. Oh, ich muss mal kurz wegfahren, die Bullen schießen auf mich. Mach mal hoch die Schaufel jetzt. Oh, ich bin tot. Ich bin der Schaufel. Der arme Edda, ey, der wird so nicht. Oh, Alter. Jemand muss den Bagger übernehmen. Ich hab den Bagger. Super, mach mal Schaufel hoch gerade. Warte. Ah, fast geschafft. Schade. Warte. Currywurst, Entschuldigung. Was ist hier los, ey, Leute? Ich bin gestorben. Yeah. Komm nochmal. Dreh dich um, du Sau. Scheiße, ich bin tot, ey. Ach, ich auch, schade. Oh, nee. Also die Polizei, muss man echt sagen, bei GTA 4 war das viel geiler, finde ich. Also ohne Scheiß. Voll die Spaßbremse einfach. Ja, also weißt du. Weil ich schieße dich tot immer, weißt du. Ja, aber bei GTA 4 war das viel geiler einfach. Ach nein, schon wieder beschlagnahmt. Oh, das war jetzt zu gut. Wie World War Z sind sie da alle auf den Äther geklettert, ey. Oh, Alter. Geil, da liegt Geld. Oh. Geil, das ist weg. Ja, brauchst du wieder Sonnenbrillen oder was? Ah, ich mach gleich wieder Selfies. Ja. Boah, Selfies ist übrigens das Wort des Jahres, falls ihr das gerne wissen wollt. Wirklich? Hm? Ja. Also ernsthaft wahrscheinlich, stimmt das sogar, ne? Ja, das stimmt. Selfies ist das Wort des Jahres. Oh, scheiß Bullen. Hier wird man dauernd getötet. Sauerei. Hey, mein persönliches Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Geil, ja, meins auch. Und jetzt werde ich die ganze Zeit von den Bullen gesucht gerade. Bin auch da oben rein. Nur weil ich wieder ein Auto geklaut habe. Die stellen sich mal an. Wer sitzt denn da im Bagger? Harry. Guck mal, der Polizist so ganz genau. Ich chill hier im Bagger, ganz gemütlich. Oh, Alter. Guck mal, der Kopf rüber. Geil. Aber ich bin drin. So, wer fährt denn den Bagger? Jemand hat einen Kopfhörer auf mich aufgesetzt. Sitzt da ein Polizist im Bagger? Warte mal. Ja, da sitzt ein Polizist drin, Alter. Was? Ey, was macht der, Alter? Ey, wie geil, ein NPC-Polizist fährt gerade den Bagger durch die Gegend. Ich komm nicht mehr klar. Was ist hier los? Boah, das Freunde? Ist echt ein Highlight. Also, sowas habe ich noch nie erlebt. Gut, dass ohne ich Scheiß. Den gefunden habe. Oh, Sarazar ist runtergefallen. Ja, echt, also gut, ey. Am Anfang dachte ich so, oh, nicht schon wieder Bagger. Aber gute Sache, ey. Komm muss wieder man hier sagen, dass so Beweis für diese Sachen, wo man am Anfang denkt, oft habe ich jetzt nicht so Bock drauf, macht dann doppelt so viel Spaß. Ey, wie krass, ey, dass ein Polizist. Der Bulle bleibt nicht stehen, weißt du? Das ist der Bulle von Tölz. Oh, wie er die runtergeschubst hat. Aua, Tobi! Krieg den Schwein! Tobi! Hör mal auf, der Doggy-Style zu machen, Alter! Ich lieg immer auf dem Boden. Der ist der Hammer, ey. Das ist der ist voll der Killer, ey! Ich bin rauf. Wo ist der Gronk eigentlich? Der muss auch in die Schaufel. Ja, wo ist der ewig? Ja, warte, ich verstecke mich gerade vor dem Bullen mal wieder, weil ich meine Karre holen musste. Ja, komm lieber nicht zu uns. Uns fährt ein Polizist durch die Gegend. Der Polizist hat mich platt. Nein, wer hat den Polizist denn rausgeholt? Der 616 hat ihn rausgeholt. Nein! 616. Oh. Warte, vielleicht holt der Polizist warte, sich warte, den genau, zurück. Der schießt den 616 jetzt. Warte. Boah, das wäre so geil, wenn der sich jetzt den Bagger zu... Wieso hat der mich denn jetzt umgebracht? Ey, ich werde auch umgebracht. Oha. Was hat der denn für ein Problem, der Mongo, Alter? Echt, dieser NPC-Polizist. Der war der Hammer. Ohne Scheiß, das war die geilste Szene überhaupt bis jetzt. Boah, 616-Player hat mich platt gemacht. Hammer, das war echt nice. Ich musste echt lachen. Der Polizist soll sich den mal... Oh, der Bagger ist wieder What? Warte mal, die Polizei kommt wieder zum Bagger? Wie soll er auf dem Bagger so klettern, weißt du? Boah, Mann, was war denn so da los? Die ging mir ein bisschen auf den Sack, Entschuldigung. Gronk, du musst zum Bagger. Oh, der Polizist hat den Bagger, Komme! Hui! Oh. Aber ich komme nicht auf die Schaufel. Kreuzbandriss. Oh, der Wander liegt da gerade rum. Ja. Also, wieso hab ich denn 4 Sterne? Ah, ihr müsst hinten auf den Bagger springen. Hinten auf den Bagger, das geht. Der Polizist, Alter. Er sitzt da so furztrocken drin. Aua.
Was war das denn, Alter? Guck mal hier, in der Richie. Sarazar und Heidetraut machen hier den Vollscheiß. Scheiße. Oh, der Polizist sitzt einfach drin, das ist so geil. Dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Jetzt hab ich alle runterfallen. Das ist so ein Gefühl, ne? Oh, ich bin drin. Nein. Nein, aus der Schaufel geglitscht. Jetzt bin ich drin. Nein, was macht der Polizist? Der Polizist liegt da unten. Nein! Der ist tot, aber das ist noch ein anderer, der hat sich geklont und unmittelbarem Moment. Die Schaufel runter, die Schaufel. Ja, einer muss sich trauen, die Schaufel mal runterzumachen. Wie macht das? Oh, da kommt ein neuer Polizist. Ich fahre auch noch. In einem unmittelbaren Moment? Was? Wo ist denn der Gronk? Okay, Schaufel geht runter. Ich muss wieder die Karre holen, weil die dauernd beschlagnahmt wird. Kann grad nicht, jetzt. Okay, warte. Rein mit euch, komm. Alle rein in die Schaufel. Tobi. Ich komme. Warte. Ich schick runter die Schaufel, warte. Jetzt ganz langsam hoch, wenn ihr alle drin seid. Pandora steht ein bisschen doof, glaube ich, aber probieren wir es. Der ist zu eng. Boah! Aber wir sind noch alle drin. Hoch! Langsam. Ey, die Alchemisten, was macht ihr da? Ich habe übrigens keinen Kopf am Arsch. Die Alchemisten haben Kanister ausgepackt, Vorsicht! Nicht mich anzünden, ich habe keinen Kopf am Arsch. Der rennt noch weg mit dem Kanister. Wie das aussieht, wenn man so hoch. Alter. Ja. Geil. Warte, noch ein Stück, oder sind wir ganz oben? Ja, wir sind gut. Okay, geil. Ab geht's. Ab auf die Straße mit dem Teil. Da ist irgendwer runtergefallen. Der Rishi. Scheiße. Tobi muss aufs Dach springen. Wo ist der Gronkh? Ja, ich komm gleich, Mann. Was macht der Erich? Das ist mega ätzend, dass man ständig sein Auto von den Bullen wiederholen muss. Das wird dauernd nur noch beschlagnahmen. Boah, das ist aber auch echt ätzend, weil gerade wenn man das für bezahltes Geld gemacht hat, ist es echt normal. Ja, Alter, wie alle da hängen. Oder bezahlst du, verlierst ja wirklich 9 Euro, so. Ja, der kriegst noch drauf. Alter, du warst gerade mit den Beinen so aus dem Auto rausgeguckt. Oh, was ist hier? Hier, nochmal hoch. Pandoria ist auf jeden Fall der Winner. Nein, ich lebe. Ey, wir machen eine kleine Challenge. Jeder muss in die Schaufel reinkommen. Ich rotiere die so ein bisschen wie so ein Büffel. Und wer jetzt längst da oben drauf bleibt, wie so, kennst du doch diese Büffel, die sie bewegen, diese Elektro-Dinger. Ach, komm hoch. Wer jetzt längst da drauf bleibt, der hat gewonnen. Mit dem Kanister. Okay, bereit? Kommt alle rein. Runtergefallen. Warte. Ey, die Kopf schießen auf mich, ihr müsst euch beeilen. Sonst wird das nichts mit der Challenge. Okay, 1, 2, ich muss weg, ich bin gleich tot. Gib Gas! Tot. Tobi, übernimm den Bagger. Gib Gas, nee, mach du. Gas, tot. Warte mal, vielleicht nimmt ein Polizist wieder den Bagger, warte mal. Ich bin da ganz guter Dinge. Wo ist der Gronkh? Aber der Polizist macht nicht die Bagger-Challenge, leider. Das ist halt nicht so, die machen das ja nicht. Ja, die Polizisten sind Spielverderber, ne? Der Gronkh soll mal den Bagger fahren. Oh, die Currywurst fährt den Bagger. Ich konnte gerade gar nicht aus dem Wagen ziehen, was ist da denn los? Der Currywurst hat die Challenge nicht mitbekommen, glaube ich. Was ist denn hier los heute? Jetzt kriege ich keinen Wagen gekapert gerade. Da hinten kommt ein Polizist angelaufen, warte mal. Wow! Alter, geil. Alter! Ja, spring noch auf mich drauf. Spring rein. Juhu! Mann, ich will auch. Gronkh, wo bist du? Ich komme gelaufen. Schneller, Forrest! Ja, meine Bike schiebt. Okay, los geht's. Yeah! Dieser Bagger ist so behindert, ey. Ey, warum schießt der Polizist? Die Currywurst ist tot. Oh, warte mal, der Polizist läuft zum Bagger. Ich war nur Wieso Bagger. Genau ist der Bagger eigentlich da im Wasser? Seit wann ist Baggern verboten? Ist das der Baggersee hier, oder? Ey. Ja, ist ein Baggersee. Was ist denn jetzt los? Auf wen schießen die? Er hat mich getötet. Alter. Ey, wo kommt das Benzin her? Achso. Ey, wo ist der Gronkh? Wie kommt man jetzt rein, sag mal? Drück Dreieck. Lass uns die Challenge nochmal probieren. Der Gronkh fährt den Bagger. Die Challenge probieren. Alle den ganz runter den Bagger. Runter den Bagger und dann musst du uns so schleudern wie bei so einem Rodeo. Oh, ich hab ein bisschen Angst. Warte, musst du mal runter. Genau, okay, so ist geht. Nee, mach bisschen erst, mit Gefühl, wenn es geht. Am Anfang musst du langsam. Ja, natürlich. Huch. Gott sei Dank ist hier Wasser, ey. Sonst dann immer runter, schneller. Ein bisschen runter, warte. Warte. Ja. Geht. Ja, du musst, glaube ich, nochmal schieb runter. Wir müssen alle da rein. Ich schieb runter. Ja, das geht immer über Wasser. Das ist ganz unten. Okay, jetzt. Okay, langsam nach oben. Ja, langsam nach oben einfach. Erstmal langsam nach oben. Machst du so mehrere Hürden. Boah, warte mal, ich kann mir gerade einen geilen Screenshot machen. So. Ja, super. Ein bisschen hackelig, aber es sieht halt so aus. Guck mal deine Knie, Alter. Bei mir ist es butterweich übrigens. Sieht cool aus.
Na, also, jetzt fliegt er gleich runter. Round one. Das war schon mal ganz gut. Das war schon mal ganz gut. Okay, was machen wir jetzt? Fahr mal ein bisschen, fahr mal damit auf die Straße. Komm, los geht's. Ja, 20 Minuten sind auch schon wieder rum. Ja, sind sie auch. Das ist ja ungern. In der nächsten Folge machen wir mal. Alter, was macht ihr denn da? Wir müssen echt die Bagger-Challenge noch absolvieren. Was macht ihr denn da? Komm, gib Rodeo Drive hier. Alter, was macht ihr da? Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Ich hab gerade eine Männer unter uns geguckt von Benny. Was machst du da? Was macht ihr da? Los, geil, Böcke. Könnt ihr keine Minute stillhalten? Ich kann nicht. Vor allem Badoria, auch geil. Was macht ihr da? Voll der Gangbang! Fahr mal zur Müllverbrennung! Guck mal, wie seine Kuscheln sind! Alter, Alter, Hilf, ich werde vergewaltigt! Der Tobi! Wir haben Tobi verloren! Ja, da seid ihr schneller jetzt! Nee, warte, Alter, ich muss mal gleich durch! Der Alchemist und ich und die Alchemist Benny gewinnen sie! Oh, da ist doch, sie sind noch beide drin! Komm, okay. Gib Schummis, hol uns da raus, schnell! Wer jetzt längst da drin ist, hier zum Ende noch. Ja, die Challenge. Warte. Wer jetzt längst da drin ist? Schaufel-Action. Ich bin raus. Ich liege auf die Schaufel. Ich hab gewonnen. Eines Mal hat gewonnen. Yeah. Geil. Jetzt darf ich dafür einen verprügeln. Okay, mit dieser Action Alter, gehen wir weiter an Heidelberg. Ach so, hey. Bei uns werden Gewinner verprügelt. Das ist ja wie Fight Club, Alter. Hey, du warst länger drin als ich, Alter. Geh weg. Hau ab. Oh nee. Was ist hier bloß los, ey, ganz ehrlich? Ey, wer war das hier mit der MG? Das kann doch nicht der Erich gewesen sein. Was war da los? Ey. Was war da los? Aua! Ey, da voll viel Geld rum. Sag mal, wer fliegt die ganze Zeit hier mit dem Flugzeug rum? Oh mein. Ich weiß nicht, R616. Warum liegt hier so viel Stroh rum? Und damit, tschüss. Tschüss. Und bye. Arrivederci. Adios. Alter, hui.